MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Inside Outside. Rein damit, raus damit. Und wir sind immer noch auf der Suche nach, ja, nach allem eigentlich, weil wir haben noch nicht wirklich einen Plan, was wir tun müssen, wofür wir das tun. Das Einzige, was wir bis jetzt definitiv wissen, ist, wir sind auf der Flucht vor anderen Menschen ohne Gesichter. Es sind alle versklavt, die gefangen worden oder getötet. Ah, okay, hier ist Gras. Oh, schöne Gegend. Schön. Okay. Ah. Okay. Gut. Ich schätze mal, hier kommt gleich wieder was angerollt, wo ich einen Stecker für ziehen muss. Denke ich zumindest mal. Oder auch nicht. Hier ist auf jeden Fall eine große Mauer. Gut, dann gucken wir mal, was wir da oben so Schönes anstellen können. Auf jeden Fall wissen wir noch nicht wirklich, warum alle Menschen getötet werden und festgenommen und versklavt. Ich meine. Und? Oh, wow. Ich hab's schon gefunden. Seht ihr, wie gut ich bin? Nein, das war reiner Zufall. So. Wo lang muss ich jetzt? Hier runter. Ist cool, dass die Level so... Ist cool, man. Dass die Level so übereinander gebaut sind. Gefällt mir. Gibt so ein bisschen, naja, den Stil zurück, den andere Spieler einfach nicht mehr haben, ne? Und Jump. Sehr gut. Wir haben einen Knopf. Wir betätigen diesen Knopf und wundern uns, dass wir jetzt mit unserem U-Boot rüber können. Na, da ist man doch glücklich, dass man so einen Sprung machen kann, oder? Okay, geht nicht. Das heißt, wir dürfen jetzt diesen coolen... Leck mich... Hab ich mich erschrocken? Was war das? Puh. Okay. Und Jump. Achtung und... Bam! Ist das U-Boot cool? Und? Bam! Muss man zwar nicht, aber dieser Schub ist einfach fantastisch. Okay, man kann hier einen Knopf drücken. Okay, geht so nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich das Wasser rauslassen. Richtig. Liebes Spiel, ist diese Information richtig, die ich hier vorliegen habe? Muss ich etwa das Wasser löschen? Hoppala. Sah aus wie eine Tür. Wollte ich gerade durch. Habt ihr aber gesehen, dass ich da durch wollte, ne? Ich kann euch versprechen, funktioniert nicht. So, hier wieder runter. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt machen müssen. Irgendwie müssen wir das Wasser auf jeden Fall ablassen. Soweit bin ich. Okay, sichtbar habe ich noch nichts gefunden. Ich glaube, da unten ist nur wieder die rote Tür, genau. Die man tatsächlich nur in diese Richtung öffnen kann. Wie der Typ durchs Wasser da hingekommen ist, ich habe keine Ahnung, Leute. Und... Das macht so einen scheiß Spaß, das ist unfassbar. Könnte natürlich sein, dass ich hier raus muss. Und dann auf diese Lampe, nein, okay. Es könnte aber sein, dass wir bis da unten tauchen müssen, um das Wasser rauszulassen. Wäre zumindest eine plausible Lösung. Ja, es wird auch so sein. Und Jump und runter. Runter, 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 runter. Schnell, schnell, schnell. Und hoch, 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 hoch. Vor allen Dingen, wo ich jetzt weiß, dass hier so ein Vieh ist.
Ah. Ich denke, da ist auch die Schwierigkeit, denke ich, dass wir schaffen müssen. Ich meine, das ist jetzt hier nicht die große Problematik. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Ding hier rüber. Ganz gemütlich. Das hat nämlich hier was mit der mit dem Tor zu tun. Hier vorne. So. Jetzt müssen wir ein gutes Stück schwimmen. So. Der Junge ist ja zum Glück sehr sportlich. Wenn ich das gewesen wäre, hätten wir schon ein Problem. Bei manchen Prüfungen wäre ich nämlich irgendwo hängen geblieben und hätte gesagt, ne Leute, ist mir zu doof, ich sterbe jetzt hier lieber. Und runter. Das heißt, wir müssen jetzt den Knoppes drücken. Umdrehen. Sehr gut. Rüberschwimmen zu unserer Maschine, würde ich sagen. Und da hat sich nämlich jetzt was geöffnet. Richtig? Hey, richtig. Aber die Maschine können wir nicht mitnehmen, so wie es aussieht. Dann müssen wir mit der Maschine hier rüber jumpen. Ich denke schon. Ah, so. Na, das nennt man doch Perfektion, oder? Und... Bam! Hallo, Meerjungfrau. Oder ist das einfach nur ein Typ mit langen Haaren? Put, 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 put. Okay. Oh. Wow, 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 wow. Er hat mich. Okay. Boah, kriegt man Gänsehaut. Was ist denn das? Ich denke so, der spielt mit uns, Leute. Und in Wirklichkeit will dieses gemeine Biest uns nur töten. Okay. Gut. Muss man wissen, ne? Aber er hat ja Angst vor unserem Licht, ist das richtig? Buh! Praktisch! Oh, rechtzeitig gesehen. Ich wollte gerade wieder losdüsen. Aber ich denke mal, die Methode war jetzt die beste, die wir wählen konnten. So, ab nach oben. Turbo und starten. Okay, nicht stark genug. Oh. Oh. Da musste er sich aber ordentlich erholen. Feuer. Bumm. Und ich denke, jetzt sind wir offiziell am Meer angekommen. Tatsache. Es sieht aber so aus, dass wir flüchten wollen. Definitiv. Also wir möchten hier an diesem Ort nicht länger leben. Nein. Hoppala. Das Sandgeräusch, genial. Echt gut gemacht, Leute. Respekt. 1-2, 1-2, 1-2. Mir kommt das so vor, dass wir direkt in deren Arme laufen irgendwie. Wann haben die denn das alles bitte gebaut? Achso. Ah, komm schon. Oh. Wow. Okay, 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 Leute. Boah, zum Glück ist das Sand. Hey, du. Ah, komm schon. Nein. Hast du Pech gehabt, musst du leider drin leben. Ich denke mal, dich brauche ich gleich noch.
Warum wird dieses Feld so offen gezeigt? Ich meine, das sieht ja fantastisch aus, aber irgendeinen Grund wird's haben. Ganz bestimmt. Das hört sich so cool an. Was haben wir denn hier? Okay. Nicht möglich. Neunzehn. Okay. Ah, jetzt haben wir auch Saft. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ah, jetzt fahren wir nach oben, okay. Also ein Aufzug. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Guten Tag. Leute, was wird hier festgehalten? Okay, das hat was da hinter der Mauer zu tun. Mit dem, was da hinter der Mauer ist, ehrlich gesagt. Boah. Impuls? Na, kann ich euch runterdrücken? Nö, ne? Ich kann euch da stehen lassen. Dann denke ich mal, wir müssen ganz runter, oder? Wenn wir jetzt ganz oben sind und nicht in der Mitte, müssen wir ganz runter. Würde ich mal sagen, fahren wir mal nach ganz unten. So. Erdgeschoss. Damenboutique. Untergeschoss. Herrenboutique. Genau da wollen wir hin. Okay, das ist Untergeschoss. Hier gibt es natürlich nichts zum Anziehen. Ich gehe aus Prinzip jetzt erstmal nach links. Der reine Menschenverstand würde mir jetzt sagen, geh nach rechts. Okay. Ah. Cool. Ah, okay, wir können hier so gut wie nichts bewegen. Alles steht irgendwie still. Ja, jetzt bin ich wirklich leicht überfragt. Also mit dem Wagen natürlich an Seil. Bis jetzt verstehe ich das. Was haben wir denn hier? Ja, dann hoffen wir mal, dass wir da wieder hochkommen, weil sonst ist es doof hier. Okay, gut. Die Jungs müssen wir mitnehmen. Denke ich mir mal. So, und Ratzfatz zieht runter. Manchmal gut, dass man einfach logisch denkt. Und weiter runter. Ich hoffe nur, dass das, was ich mir überlegt habe, auch so funktioniert, weil zurück komme ich ja nicht. Okay, gut. Ich würde sagen, hier fängt alles an. Und jetzt Tarzan. So. Und los geht's. Glück gehabt. Sehr gut. Und Jump. Gut. Wenn das mal alles aufgebaut war, war das definitiv praktischer. Und Jump. So, mitkommen. Jungs, ich muss da hoch. Danke. Ich habe zwar was gegen Sklavenarbeit, aber... So.
Sehr gut. Warum muss ich hier arbeiten, bitte? Könnt ihr das nicht übernehmen? So, mitkommen. Wir müssen da so ein bisschen erledigen, Leute. Ich weiß zwar nicht, ob wir uns alle irgendwie mögen werden, aber ich denke schon. Oh, guck mal, wie lieb sie uns haben. So, wir gehen jetzt erstmal den Typen da hinten befreien. Ich schätze mal, umso mehr Leute wir haben, umso effektiver ist das Ganze. Ich weiß nicht, ob das ein Muss ist, aber ich denke mal, es ist vorteilhaft. Weil ich denke, bevor wir den Zug unten bewegen können, brauchen wir ein paar mehr Leute. Und hey, da ist einer hinter, der unsere Hilfe braucht, also nehmen wir den doch mal mit. Jungs, anpacken. Und hoch damit. Sehr gut. Den haben wir schon mal. Ich denke mal, weiter geht's erstmal nicht. Oder? Ja, ich probiere es einfach mal. Und jump. Nö. Okay, gut. Muss man ja alles mal probiert haben. Von daher geht's hier wieder hoch, oder? Ja, sehr gut. Die schlafen alle. Da verlaufen die auch so. Ah, ihr seid also nicht... Ja doch, ihr seid versklavt, nichts anderes. Was mache ich mir da einen großen Terz raus? Aber Leute, wie es weitergeht in Inside, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, bleibt mir seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski. Macht's gut!